der Ablauf im Training ist normalerweise immer der gleiche. Also das ist mir sehr wichtig auch. Ich weiss, Wallen mit Trainer, der nimmt immer schon das Gewehr aus dem Koffer, überprüft alles. Und ich habe eigentlich immer den gleichen Ablauf vom Anlegen her. Also auch eben mit Schiesstischchen montieren, Schiessjacken, Schiessbrillen und so. Und wenn das mal anders ist, geht auch. Also die Welt geht nicht unter, aber es ist einfach so, hat sich so eingebürgert. Also ich jetzt persönlich hocke halt mehr frontal zu schieben. Fußgängerschütze, wenn sie stehen schiessen, sind sie eigentlich mehr in einem 90-Grad-Winkel zu schieben. Und somit ist das sicher der Unterschied. Und dann kommt dazu natürlich, dass ich hocke. das, weil mein rechter Arm nicht richtig funktioniert, dass ich in meiner Kategorie so eine sogenannte Feder habe, wo ich das Gewehr auflege, wo im Prinzip meinen rechten Arm ersetzt. Ich habe mein Gewehr rum mit einem Hang und muss auf dieser Feder stabilisieren. Also das ist sicher auch der Unterschied, wo diese Schützen mit beiden Hängsgewehr haben. Und eben bei mir ist Luftgewehr stehend und liegend, das haben Fußgängerschützen eigentlich nicht, die haben nur stehend. Und im Kleinkaliber, dort mit dem neuen Gewehr haben wir jetzt die Möglichkeit, dass ich mich ziemlich nah an Fußgängerschützen angleichen kann. Das Einzige, was ich ist, ich habe keine Riemen, also kann ich das Gewehr nicht schön an mich hinziehen. Aber das ist einfach jetzt so. Und dort schießen wir nur liegend jetzt mehr. Nicole hat eine ganz grosse Fähigkeit. Und zwar kann sie sich extrem fokussieren und das machen, was sie muss machen. Und ist eigentlich durch das, dass sie so extrem arbeitet, selten nie nervös. Das ist nicht mein allererster internationaler Wettkampf. Ich war schon an Wettkampfs, aber EM bin ich an zwei, WM bin ich an zwei und Paralympics bin ich an zwei. Also ist es eigentlich jetzt die dritte WM. Also einerseits das Primärziel ist, weil ich erst mal jetzt mit dem Kleinkaliber starte, ist mein Ziel dort, dass ich hoffentlich MQS, das ist Minimal Qualification Score, würde erreichen. Weil dann könnte ich es dann auch zu Paris schiessen an den Paralympics. Luftgewehr, wo Ender noch im Moment mit Parade ist, Luftgewehr stehend nennt man das, auch wenn ich hocke. ich denke, dass ich dort eigentlich ins Finale komme. Das ist so mein Plan. Liegend ist so, ja, ein bisschen schwieriger, weil dort sind wir so dicht beieinander mit den Resultaten, dass alles kann sein. Meine Erwartungen sind, das ist ja so schwierig, von Krankheit her kann ja immer etwas passieren. Darum ist es immer schwierig, das zu definieren. Ich habe Ziel vorgegeben. Und zwar ist das Ziel, jeden Schuss, jeden einzelnen Schuss, auf den sich konzentrieren und den möglichst gut schiessen. Und dann denke ich, wenn das passiert, dann kann alles passieren. Also von Rang 15 bis, sage ich jetzt, bis Rang 1 kann alles passieren. Aber das muss einfach sein, auf jeden Schuss zu konzentrieren. Und dann schauen wir. Und das ist auch das Ziel, das wir haben, jeden Schuss einzuschauen.